Wir sind hier an einem Ort, der wie kein zweiter zur Intention unserer Vereinigung passt. Und es ist gut, dass wir quasi als nächsten Höhepunkt unserer Mitgliederversammlung Preisverleihungen vornehmen, die entgegen diesem Ort, der ja geschichtsträchtig ist, zeigen sollen, was in der Gegenwart passiert. 20 Jahre gegen Vergessen für Demokratie. In der Topographie des Terrors in Berlin erinnerte der Verein am 24. November nicht nur an das tags zuvor begangene Vereinsjubiläum, sondern verlieh wie in den Vorjahren zwei Preise für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Dabei trafen Deutschland auf Griechenland und Schule auf Fußball. Nach der Begrüßung durch Wolfgang Tiefensee hielt der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, die erste Laudatio des Vormittags. Sie galt den Schülerinnen und Schülern der deutschen Schule in Athen und der Lyzeen Distomo und Kalarita, die für ihre Projekte zur Aufarbeitung von Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Griechenland den Waltraud-Netzer Jugendpreis erhielten. In jedem Jahr besuchen die Schüler der 10. Klassen der deutschen Schule in Athen, Schüler in Distomo und Kalarita und arbeiten diese Vergangenheit gemeinsam auf. In dem Projekt erfahren Schülerinnen und Schüler an den historischen Orten und im Austausch mit Gleichaltrigen unmittelbar, dass die Geschichte sie heute immer noch betrifft. Aber sie sprechen gleichzeitig auch über aktuelle Geschehnisse in Griechenland und Deutschland. Stellvertretend für die Schulen, unterstützt auch durch eine Videobotschaft der Zuhausegebliebenen, nahmen zwei Schülerinnen und die Initiatorinnen des Begegnungsprojekts die Ehrung entgegen und bedankten sich zweisprachig. Uns Schülern zeigt der Preis einfach, dass unser Einsatz und unser Begegnungsprojekt wahrgenommen wird. Und wir fühlen uns als, ja, als ein kleines Vorbild für ein gemeinsames Europa. Ein herzlichen Dank an alle, die uns hier ermöglicht haben. I think that it's worth mentioning that young people, no matter how hard times we go through, find time and inspiration to work for reconciliation and peace. That is against the belief for democracy. Danke. Der Journalist Lorenz Marold leitete die zweite Preisverleihung des Tages mit seiner Laudatio auf das Redaktionsteam des Fußballmagazins Elf Freunde ein. Er beschrieb die diesjährigen Träger des Preises gegen Vergessen für Demokratie darin als Vorreiter einer dringend notwendigen neuen Fußballkultur gegen rechts. In etlichen anderen Städten sieht man wieder Nazis, bekannte Nazis, in den Stadien, in den Kurven. Aber immer weniger, hat man den Eindruck auch, trauen sich, dagegen vorzugehen im Moment. Antisemitische und rassistische, homophobe und andere diskriminierende Äußerungen fallen nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Rasen. Das Magazin Elf Freunde beschäftigt sich seit seiner Gründung mit Themen wie den eben genannten. Die Redakteure und Autoren recherchieren gründlich und direkt in die örtliche Breite, wie auch in die thematische Tiefe, bis weit nach Odessa am Schwarzen Meer oder bis tief hinunter in die deutschen Ligen, Kreisklasse und Ähnliches. Wer Fußball liebt, wie die Elf Freunde ihn lieben, der kann niemals andere Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihrer Sexualität verachten. Ich gratuliere dem Verein gegen Vergessen für Demokratie zur Wahl dieses Preisträgers und ich gratuliere den Elf Freunden zu diesem Preis. Ihr passt gut zusammen. Dankeschön. Philipp Köster, Chefredakteur des Magazins, und sein Stellvertreter Tim Jürgens gingen in ihrer Dankesrede darauf ein, wie wichtig der Blick aus der Fankurve für die journalistische Arbeit sei. Genauso wie nicht zuletzt auch Mut. Wir sind sehr, sehr stolz auf diese Auszeichnung. Wie stolz können Sie schon daran sehen, dass wir auch gestern Abend vollständig anwesend waren, obwohl zeitgleich Borussia Dortmund gegen Bayern München lief. Unser Anspruch, gegen Rassismus, für Demokratie, für Menschenfreundlichkeit uns zu engagieren, ohne belehrend zu werden. Gerade weil wir ein Magazin aus der Kurve sind, das für sich selber den Anspruch hat, aus der Kurve aufs Spielfeld zu blicken und die Perspektive der Fans einzunehmen, war das, glaube ich, der einzig gangbare Weg. Wir werden das Preisgeld dafür veranschlagen, zusammen mit einer Förderung durch die Fußballkulturstiftung des DFB, im März diesen Jahres ein Lexikon zu veröffentlichen, in dem wir all die Sportler würdigen mit Biografien, die 1933 jüdische Sportler und Funktionäre aus den Vereinen gedrängt worden sind. Und ich glaube, wir sind ganz glücklich, dass uns eine gute und sinnvolle Verwendung für das Preisgeld eingefallen ist. Sonst hätten wir es an uns verteilt. Ich bin deswegen auch sehr stolz, dass wir diesen Preis bekommen, weil wir eben Leute haben, die diese Freiheit im Kopf haben und die diesen Mut haben und die eben heute Abend oder heute Vormittag hier stehen. Die Schranken und Mauern
die Freiheit nicht nur der Gedanken, sondern auch des Handelns, griffen auch die Preisträger und Laudatoren im Anschluss an die Veranstaltung noch einmal auf. Να προχωρήσουμε μαζί σε μια Ευρώπη και σε έναν κόσμο που τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και να αφήσουμε πίσω, χωρίς να ξεχνάμε, το παρελθόν και τις αντιπαλότητες. Gerade in einer Zeit, wo die Ereignisse in großer Geschwindigkeit vonstatten gehen. Und gerade in so einer Zeit ist es wichtig, dass eben Schüler gemeinsam ein neues Kapitel der Geschichte eröffnen und schreiben. Dieses Projekt der deutsch-griechischen Schülerbegegnung macht deutlich, wie wichtig das ist, in der historisch-politischen Bildung Projekte von unten anzustoßen. Den Erfreuten ist es mitgelungen, den Common Sense, der rechts war, in den Stadien umzudrehen, ein Common Sense, dass es völlig normal ist, dass man sich nicht so verhält. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte gemacht über die rechtsradikalen Tendenzen bei Eintracht Braunschweig in der aktuellen Ausgabe. Wir haben über die rechtsradikalen Fans in Kiew berichtet. Und insofern macht uns das sehr, sehr stolz, dass wir eben den Preis auch für diese großen Lesegeschichten, die hart recherchiert sind, die von den Redakteuren erfordern, dass sie auch in Bereiche gehen, die manchmal nicht sehr einfach sind in der Recherche, dass wir gerade für sowas ausgezeichnet werden, das macht uns sehr, sehr stolz. Wir empfinden das natürlich auch als Herausforderung, in Zukunft vielleicht noch den Augenmerk noch ein bisschen stärker drauf zu legen, dass es tatsächlich in den Städten, in den Vereinen, in den Fankurven eine liberale und weltoffene Grundhaltung gibt. Starke Statements zum Abschluss eines besonderen Vormittags. Ausgesprochen an einem besonderen Ort.